Hallo. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist. Spreche mit dem Herrn Otter. Einen Moment bitte, soll ich den holen? Ja, das wäre lieb. Ja, Dankeschön. einen Moment bitte. Herr Otter, das Telefon für Sie. Ja, Otter, hallo. Ja, schönen guten Tag, Herr Otter, mein Name ist. Da freue ich mich, dass ich Sie erreiche. Hallo. Ja, da endlich freut sich mal jemand mit mir zu Ja, sprechen. sehen Sie. Das ist ja, der Tag geht ja dann sehr gut los. Das ist Ja, ich ja hoffe, bei Ihnen scheint wunderbar. die Sonne, wenn solche guten Nachrichten kommen. Ja, die scheint durchs Fenster Ja, bei rein. uns Das ist so ein ist bisschen ganz Maschi. toll. Super, Herr Otter, ich melde mich. Jetzt kommt's vom Premium-Weingut Reisgraf von Ingelheim. Da freuen Sie sich auch, ne? Woher sind Sie? Vom Reichsgraf von Ingelheim, vom Premium-Weingut. Und zwar melde ich mich bei Ihnen. Sie haben in der letzten Woche im Internet an einem Gewinnspiel mitgemacht. Da wünsche ich erstmal weiter viel Glück. Und da haben Sie Interesse gezeigt an einem Premium-Weinpaket mit 20 € Rabatt inklusive zwei schöner Kristallgläser. Jetzt bitte noch mal zum Mitschreiben. Das ist ein bisschen sehr schnell gewesen. Okay, Sie haben im Internet ein Gewinnspiel mitgemacht. Da wünsche ich erstmal viel Glück. Und Ja. da haben Sie, genau, und da haben Sie Interesse gezeigt an einem Premium-Weinpaket mit 20 € Rabatt inklusive zwei schöner Kristallgläser. Und ich wollte Ihnen jetzt mal ein Gebinde von uns vorstellen. Unser Weingut liegt in Rheinhessen. Und ist mit das älteste in ganz Deutschland mit über 300 Jahren Weintradition. Wenn Sie mir Ihren Weingeschmack verraten, mögen Sie trockene, halbtrockene oder liebliche Weine? Also bevor wir da jetzt weitermachen, ich fürchte, dass mein Einkommen für 300 Jahre alten Wein nicht ausreichen wird. Der ist ja dann auch zu schade zum Trinken. Nein, 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 der ist nicht zu schade zum Trinken. Den genießen Sie richtig. Sie können sich's ja mal anhören und dann gucken Sie, ob's in Ihr Budget passt. Weil ich hatte das neulich da mal gelesen, da hatten die so solche römischen Amphoren bei dem Schiff gefunden. Und das war ja auch so alter Wein, den konnte man Nein, ja nein, gar nicht so. mehr trinken. Herr Otter, die Weine sind ja nicht 300 Jahre alt. Das Weingut ist 300 Jahre Das, alt. ach so, ich dachte Genau. ja schon, weil da müsste ich ja schon im Bundestag sitzen, dass ich mir das dann leisten könnte. Wer will da heutzutage noch sitzen, oder? Na, es ist, glaube ich, keine besonders prestigeträchtige Position mehr. Genau. Ich habe das ja noch anders erlebt. Das stimmt. Was trinken Sie denn gerne? Ich vermute trockene Weine, ist das richtig? Ja, und ich benutze das sehr oft auch zum Kochen, weil wir sehr oft Wild haben. Ah ja, dann bevorzugen Sie die Rotweine, ist richtig, ne? Ja. Habe ich ein ganz tolles Gebinde für Sie, Herr Otter. Das beinhaltet 9 Flaschen. Die können Sie 3 Jahre lagern. Da haben Sie immer ein gutes Tröpfchen im Haus. No. Und da wäre für Sie drin eine Flasche Reichsfreiherr Dietrich. Das ist ein französischer Landwein von unserem Partnerweingut. Der ist sogar in einer Literflasche abgefüllt. Zwei Ja, Flaschen ein Kühl. Liter. Ja, Wollen Sie mich denn zum genau. Alkoholiker erklären? Naja, können Sie sich ja aufteilen, müssen Sie ja nicht an einem Abend trinken. Nehmen Sie einen Schuss mit fürs Wild und 2 Gläser trinken Sie. Das ist sowieso immer mein Problem. Wenn die Sau erst mal im Ofen ist, dann ist die Flasche ja offen und sei es ein guter Hausmann, der verschwendet ja nichts, sag ich mal so Nee, ungefähr. genau. Ich hab ja noch nie gerne geteilt, wenn das so um Lebensmittel ging. Und dann kriegt das Okay. Schwein halt ein bisschen, aber ich muss ja auch über die Runden kommen. Und die Sie sind so lustig, Herr Wartezeit, Otter. man muss ja die Wartezeit überbrücken. So ein Saubraten, der braucht ja eine Weile und dann kann man ja Das doch ist gerne wohl wahr. mal so ein Tröpfchen trinken. Genau. Ich verrate Ihnen, was noch drin ist. 2 Flaschen Cuvée Drei-Nahe. Das ist eine Cuvée aus Dornfelder, Spätburgunder und Regenttrauben. Sehr beliebt bei unseren Stammkunden, weil der sehr lecker ist. Oh. Eine Flasche Ingelheimer Kaiserpfalz, ein klassischer Spätburgunder. Dann 2 Flaschen Dornfelder und das was ganz Besonderes, Herr Otter, Ja. die sind barrique gekeltert. Schön würzig, das passt perfekt zu Ihrem dunklen Fleisch Oh. oder
wenn Sie mal grillen, passt das auch gut dazu, der passende Wein schlechthin. Dann zwei Flaschen Weikersheimer Tauberberg, ein Tauberschwarzriesling aus Württemberg, der gefällt uns allen auch sehr gut. Und eine Flasche, das nochmal ein Franzose, ein Reserve von Andiol, eine Cuvée aus Côte d'Ivry aus Frankreich. Ah, so Da viele haben Sie neun, Franzosen. genau, schön kräftig, ne, sind sehr, die passen auch sehr gut zu Ihrem Wild. Haben wir neun Flaschen und ein Zweier-Rotwein-Kelche-Set von Schott-Wiesel im Wert von 12,90 € bekommen Sie mit dazu. Und das Gute ist, Herr Otter, da werden Sie sich auch Ja. freuen, die Kristallgläser, die können Sie mit in Geschirrspüler stellen. Die haben eine spezielle Beschichtung. Da brauchen Sie keine Gläser mehr polieren. Ganz, ganz praktisch. Ja, da habe ich Und ja meinen Haushälter dafür. Da kann der die da reinstellen. genau. Das passt. Und ich darf Ihnen das anbieten. Die neun Flaschen trockene Rotweine, inklusive der zwei Kristallgläser, inklusive der anteiligen Fracht von 9,90 € anstatt 116,65 € für Sie nicht 300 €, nein, 99,80 €. Und Haben Sie ich brauche kein. nicht vorhin gesagt, ich krieg da was für 20 €? Genau. Ja. Normalerweise kostet 116,65 € und Sie kriegen es für 99,80 €. Ja, das ist ja aber nicht 20 weniger. Ich bin zwar schon Naja, das sind. alters der Naja, Ofen, aber bin man der muss ja Ofen nicht ein doch. Pfennigfuchser sein. Ist fast 20 €. Ja, Und Sie das. haben ja auch noch die zwei schönen Gläser als Geschenk dazu, ne? Da muss ich Das mir darf man ja noch, auch nicht vergessen. da muss ich mir noch wen suchen, der mit mir das alles, das muss ja vernichtet werden, bevor da die Kinder Ja, dran kommen. Die müssen ja genau das. geschützt werden davor. Da werden Sie jemand finden, Herr Otter. Wollen wir dann mal ein Gläschen heben, wir beide? Baden-Baden ist so weit weg, ich rufe aus Hamburg an, ne? Aus Hamburg. Das Ja. ist ja, da ist ja immer schreckliches Wetter. Ja, heute ist ganz schön, die Sonne scheint, paar Wölkchen, aber wir haben auch mal heiße Sommer, so ist das nicht. Aber sagten Sie nicht, ist das Weingut ist doch nicht bei Hamburg. Nein, wir haben hier ein Vertriebsbüro. Das Weingut ist in Rheinhessen. Ah, und warum? Das wird da selber angebaut, ja? Genau. Und wir haben verschiedene Betriebsbüros in ganz Deutschland verteilt. Und da verkaufen wir unsere schönen Weine. Sind Sie denn dann bei den Weingut selber beschäftigt oder sind Sie bei so einem Callcenter oder wie man das nennt? Nein, wir sind ein Vertriebsbüro, aber beschäftigt bin ich bei dem Weingut. Das ist Direkt mein Arbeit. oder über so eine Leihfirma. Nein, nein, direkt. Ist Das mein ist sehr gut. Arbeitgeber. Genau. Möchten Sie das Paket mal haben, Herr Otter? Wollen wir das mal machen? Ich bin gerade noch etwas verwundert, weil Sie ja sagen, das ist in Rheinhessen. Das liegt doch nicht in Ja. Frankreich, weil Sie mir da Franzosen ansehen wollen. Wir haben verschiedene Partnerweingüter in Frankreich, in Italien, in Südamerika. Und das französische Partnerweingut hat halt schöne Weine, die wir dann da beziehen auch, ne? Damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Die Rheinhessen können ja nicht alles anbauen, schon allein wegen des Klimas, ne? Ja, aus Südamerika haben Sie gesagt. Haben wir auch ein Partnerweingut, ja? Was haben Sie denn? Haben Sie was von Kuba? Südafrika, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Südafrika. Wächst da Wein in der Klimazone, also die Trauben? Ja, Südafrika kennt man doch, da Kapstadt und so, die haben doch auch schöne Weine. Ach, die Ecke meinen Sie? Ja. Ich glaube, da ist mein Vater mit Afrika-Korps damals gewesen. Ach, Was das ist ja auch aufregend. haben Sie denn aus der Ecke so da? Da kann ich denen so eine Flasche auf das Grab stellen. Nein. Warum nicht? Die klaut einer. Ja, ich werde da eine Sprengfalle dran machen. Das weiß ich noch von damals, wie man sowas baut. Dann fliegt Also denen die Flasche um die Ohren. aus Südafrika habe ich im Moment gar nichts da, weil die Südafrikaner kommen erst wieder im September ungefähr. Die Ja, sind alle ausverkauft. aber es steht doch jeden Tag in der Zeitung, dass jetzt die ganzen Afrikaner kommen. Ja,
Ja, können Sie nicht sagen, dass die ein bisschen Wein mitbringen sollen? Ja, aber ich weiß nicht, ob die Südafrikaner kommen. Weiß ich ja auch nicht. Also die hat ja wahrscheinlich, weiß ja nicht, ob die auch eingeladen wurden. Herr Otter, Sie sind so witzig, ehrlich, das finde ich ganz toll. Ja, man muss sich ja im Leben so ein bisschen da Freude behalten. Das finde ich auch super schön, ehrlich. Ja, Das man. haben wir so selten am Telefon, Ja. dass Menschen so sind wie Sie. Das finde ich ganz toll, Wie sind ehrlich. die Menschen denn so? Ernst, schlecht gelaunt. Aber warum denn? Weiß ich auch nicht. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Es ist ja fürchterlich, weil vielleicht Das sage ich Sie. Sie haben ja vorhin kurz mit meinem Haushälter gesprochen. Der ist Ach ja, so, okay. das ist ja ein Inder und der hat mal, das ist so ein Sprichwort von denen. Der sagt, wenn es nichts gibt, was du jemandem geben kannst, dann gib ihm dein Lachen. Und ich finde, das ist Genau. eine sehr wichtige Weisheit für das Das Leben. Das ist sollten sehr sich schön. sehr viele Menschen mal zu Herzen nehmen. Dann wäre das viel Das stimmt. einfacher alles. Das stimmt, Herr Otter, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. Aber Das wir ist machen das ja, traurig. ne? Ja, wir lachen. Das ist immer Genau. sehr wichtig. Wie sieht's aus? Soll ich Ihnen das Paket mal fertig machen, Herr Otter? Ja, können Sie das an die Station 7 dann schicken? Sonst liegt das wieder so lange im Büro unten. Sagen Sie mir erstmal die Adresse, bitte. Ja, das ist ja die alte Landstraße. Ne? 91. Ja. Und die Postleitzahl? Ja, das, oh, was ist das? 76534, glaube ich. Ja, Schreibt nicht mehr so Baden-Baden, viel Briefe. hä? Nee. wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse noch durchgeben können. Das hat mir mein Enkel mal eingerichtet. Da bin ich ganz stolz drauf, weil ich bin hier der Einzige, der sowas hat. Die anderen Toll. haben ja niemanden, der das machen kann für die. Okay. Der ist da ganz besonders talentiert mit solchen Sachen. Ja, viele junge Leute heutzutage, ne, klar. Das ist unglaublich, wenn man überlegt, wie lange das früher gedauert hat, solche, sagen wir, im Prinzip so eine Ja, Nachricht zu übermitteln. Und das heute, stimmt. wenn ich da nicht so ungeschickt wäre mit, da würde ich noch mal einen Weltkrieg anzetteln. Herr Otter, warum das denn? Das tut ja keinem gut. Nein, das ist wahr. Da vergeht dann uns noch das Lachen. Hören Sie auf. Ach, das wird mir nicht mehr vergehen. Ich hab so Okay. viele Menschen, die ich so gern zum Lachen bringe. Die glauben zwar dann manchmal, dass das nur gespielt wäre, aber das ist ja, sie hören das Nee. ja, dass das echt Ja, ist. auf jeden Ne? Fall. Wie ist es mit der E-Mail-Adresse? Wie lautet die? Ja, der hat mein Enkel, der wollte, das ist so im Internet, wollte man das wo immer so ein bisschen lustig machen. Und da hatte Ja. mir Freunde des Otters, aber dann dieser komische A mit diesem Dings da Ja. drumherum. Und dann Gmail. .com, super. An die E-Mail-Adresse, ach so, alte Landstraße, Sie wollten Sie mir noch irgendwas dazu sagen zu Ja. der Adresse? Das ist hier die Station 7 und das Zimmer Nummer 3. Sonst brauchen die so lange, um das zuzuordnen im Postbüro. Ist das so ein betreutes Wohnen, wo Sie da sind, oder wie? Ja. Okay, alles klar. Und an die E-Mail-Adresse bekommen Sie eine schriftliche Auftragsbestätigung in den nächsten Tagen. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Freude mit Muss das dem Glas schönen Rotwein Paket. besorgen. Da können wir uns alle einen schönen Nachmittag machen. Kann ich das mit Ihrer Genau. Frau mal bitte sprechen, Herr Otter? Jetzt, wenn ich damit fertig bin, können Sie selber. Ne, kann ich bitte einmal kurz haben? Ich werde Sie gleich wiedergeben. Hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag. Ja, hier ist Linda Ja, Rubin. hören Sie? Spreche ich bitte? Hallo. Ja. Was möchten Sie bitte mit Herr Otte besprechen? Ich melde mich vom Weingut Reichsgraf von Ingelheim und der Herr Otter, der hat im Internet an einem Gewinnspiel mitgemacht und da hat er Interesse gezeigt an einem Weinpaket mit 20 € Rabatt und zwei schönen Kristallgläsern. Und das wollte er jetzt bestellen bei mir. Alkoholik? Ja, Wein. Ja, das ist ja nicht sehr gut. Das ist hier eine Nervenheilanstalt denn.
Ach so. Das können wir nicht zulassen. Ach so. Ich weiß auch Nee, gar das nicht, verstehe ich ich nicht. weiß auch gar nicht, wie der bei Internet reinkommt, weil der muss eigentlich bei seinen Zelle sitzen. Also das weiß ich auch nicht, aber er hat das gemacht am 3.6. 7.6. Müssen wir mal Kalendin gucken, was das für Tag Das gewesen. war am Samstag. Oh, der hat das Ausgang gehabt, ist bei seiner Familie gewesen. Das werden wir dann auch nicht mehr Ja. machen können. Ja. Hat er schon eine Bestellung machen? Können Storno bitte machen? Weil Ja, natürlich, klar. der darf kein Verzeigen mehr machen. Nee, okay, das wusste ich natürlich Ja, nicht, ne? natürlich. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und ja, Kann schönen ich Tag für Sie, jetzt ne? bitte die junge Frau wieder haben? Ja, oder jetzt warten Sie doch bitte. Das werde Sie gleich ein Gummibärchen geben, okay? Ja, aber ich muss doch die Wildsau schlachten. Wir haben keine Wildschwein. Sie können nicht schlachten, Herr Otte. Ja, ich muss das ja noch erlegen. Ja, womit wollen Sie das denn machen? Mit Ihres Gebiss oder mit des Zahnputzbecher? Wir würden mal sehen. Ja, ich werde hier meine Schrotflinte holen. Ja, Herr Otter, Sie haben Ihres Waffen vor 12 Jahren abgegeben. Ja, aber ich muss das doch wieder haben. Jetzt warten Sie doch bitte mal. Junge Frau? Ja. Ja, was können wir jetzt machen? Ja, ich streich das durch, ne? Ja, okay. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und grüßen Sie den Herrn Otter. Tut mir leid, ne? Das war ein sehr nettes Gespräch mit ihm, sehr Ja, lustig. das Herr Otte ist meistens sehr nett, aber wenn das ausklinken, dann ist Weltkrieg. Okay. Er hat so verschiedene, der hat so nach Zählung 13 Persönlichkeiten und das war jetzt der liebe Herr Ach Otte, du über den liebe Sie Zeit. gesprochen haben. Das Okay. wird gefährlich, wenn der Herr Maulwurf kommt, dann wird gefährlich. Oh Gott, da haben Sie es ja auch nicht einfach, ne? Nein, aber wir haben Pfefferspray und Schlagstock und Schocking, das ist alles in Ordnung. Sie sind ja auch lustig. Ja, natürlich, muss das ja in Schach halten, sonst wird das ganze Welt untergehen. Kennen Sie das Zombie-Filmen? Ja. So können Sie sich das vorstellen hier. Das ist ganz schrecklich. Ja, das ist Alles nicht klar. gut. Nicht gut. Ich wünsche alles Gute, ne? Ja, und wenn Sie mal Problem haben mit Zombie, dann bitte anrufen. Das mache ich. Alles klar, dann schöne Wochenende. Okay, gleichfalls. Danke, Wiederhörung. Tschüss.